Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Und ich habe etwas gesehen, was ich schon länger nicht beachtet habe. Da ist er. El Hirscheroni. Los Hirschos. Ey. Geht doch, ey. Hier dreimal draufschießen, oder was? Ja, weil wir haben zwar noch eine Menge Süppchen, aber die Hirschsuppe, die geht uns bald mal aus. Nämlich, wenn wir nicht aufpassen. So, zack, brauchen wir den Rest brauchen wir nicht. So, aha, wer versteckt sich denn da? Lungert die hier rum. Rums, kurzer Prozess, junge Frau. Bandage, ja, komm, nimm mal mit. Nimm mal mit. So, ja, bald ist Airdrop-Time. Tahim, hi. Nee, komm, wir müssen mal ein bisschen auch mit dem Brass so langsam aufpassen wieder. Kladusch. Airdrop Time? Jawohl. Ach ja. Und Iron Bars Time. Ey, oder da Schritte? Boden! Ha! Spacko, ey. Komm her. Aha, okay. Braucht keine eine Woodplank. Eine Woodplank! Guckt euch mal den... Da ist er verschwunden. Gerade sage ich, guckt euch mal den Wald an, da verschwindet er. Das ist so ein Zauberwald. Da darf man hier nur so aus dem Augenwinkel hingucken. Wenn man ganz hinguckt, wupp, wird er kleiner. Schwupp, größer. Kleiner. Größer. Kleiner. Gut. Haben wir das mal geklärt. So. Ja. Ja, so langsam ahnt ihr, was hier passiert, oder? Wir probieren's. Sehr gut. Zack. 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 Hoch das Bein. Und zack. 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 Ich wollte zack sagen, aber da verschwand es. Da. So. Huch. Obergfulle. Schön. Wunderschön. Oh, wie ist das schön. Apropos, oh, wie ist das schön. Meine lieben Freunde, da fällt mir gerade ein, ich muss noch über etwas Wichtiges reden. Heute aus gegebenem Anlass auch. Weil es ist heute wieder passiert, dass ich mich furchtbar aufregen musste, mehrmals. Und aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich... Der vielleicht euch auch betrifft, vielleicht auch nicht, vielleicht wird er euch mal betreffen. Und deswegen möchte ich da heute, möchte ich hier meine quasi globale Reichweite mal nutzen, um einen Appell an jeden zu starten, der sich das hier anguckt. Ja, wie sage ich es am besten? Es geht um Folgendes. Wenn ihr einen Kreisverkehr verlasst, also in eine von den Straßen einbiegt, die aus diesem Kreisverkehr rausgehen, dann in drei Teufelsnamen blinkt. Dafür ist der Blinker da. Es ist so, wenn euer Fahrlehrer euch das beibringt, falls ihr noch keinen Führerschein habt, der wird euch sagen, nicht blinken, wenn ihr in den Kreisverkehr reinfahrt, weil ihr dürft sowieso nur nach rechts. Das ist der Sinn von so einem Kreisverkehr, dass alle in die gleiche Richtung fahren. Dann gibt es nämlich keine Linksabbieger, dann ist es gut für den Verkehr, dann geht das alles schneller. So, und wenn ihr dann rausfahrt, dann sagt den Leuten, die da an der Kreisverkehr-Auffahrt, wollte ich gerade sagen, Einfahrt warten, sagt ihr denen, indem ihr blinkt. Du, ich fahre hier raus, hier kommt eine Lücke, du darfst reinfahren. Wenn ihr nicht blinkt, stehen die da wie die Trottel. Ja, und der hinter denen denkt, warum ist denn der Spast jetzt nicht gefahren? Ist mir heute, ich bin, kurz zur Hintergrundgeschichte, auf meinem Weg zum Büro komme ich durch drei Kreisverkehre. Eigentlich eine ganz coole Sache, weil Kreisverkehr, cooler Typ. Aber wenn du dann da stehst und da kommt einer und der fährt raus, hat nicht geblinkt. Dann kommt noch einer, der fährt raus, hat nicht geblinkt. Du stehst da und stehst da und stehst da und wartest auf deine Lücke. Ne? Und das wäre eine Lücke gewesen, da hättest du aussteigen können.
dein Auto durch den Kreisverkehr durchschieben und dann bei 15 km/h angeschoben ins Auto wieder reinspringen. Und hast du aber nicht, weil die haben nicht geblinkt. Du hast da gestanden und dachtest, Mann, wann komm ich jetzt hier hin? So, wollte ich nur an dieser Stelle bitte einmal loswerden. Dankeschön. Also ganz, ganz wichtige Sache. Nicht, ist jetzt, auch keine Sache, die lebenswichtig ist beim Autofahren, ne? Nicht so wie ein Schulterblick. Schulterblick, auch cooler Typ, immer machen. Aber doch eine Sache, die den anderen Autofahrern, mit denen ihr euch die Straße teilt, das Leben leichter macht. Also ich bin heute, also in 3 Kreisverkehren habe ich bestimmt 6 Mal gedacht heute, oder 5 oder 6 Mal waren es. Schönen Dank fürs Blinken, du Arsch. Weil die Leute nicht geblinkt haben. Ich habe da ironisch gedacht. Ja. Also wenn ihr am Kreisverkehr nicht blinkt, Penner! Könnt ihr mir auch einen Daumen runter für geben, ist mir egal. Aber das ist, finde ich unkollegial, nicht nett. So, jetzt sind uns die Dinger ausgegangen. Okay. Runter, runter, runter. Zack, zack, zack. Oh, 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 oh. Und das kurz vor. Oh, jetzt aber schnell, jetzt aber schnell. Finn, lauf, 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 lauf. Ich sag, chillen wir hier den ganzen Tag draußen rum. Und pünktlich zum Airdrop gehen wir rein. Will ich nicht sehen, den Scheiß. So, 3 Baumstämme reichen, hoffentlich. Ah, wir nehmen mal 6 mit, komm. Fressen ja auch kein Brot. Ja, so, haben wir darüber geredet, über meinen Aufreger des Tages. Ja, so. Ha, jetzt geht's mir besser, danke, ihr seid wie meine kleine Therapiegruppe, ey. Einmal drüber aufgeregt und dann ist alles wieder gut. So bin ich halt auch gestrickt, ne, also. Ich kann mich verhältnismäßig zügig aufregen, auch über Menschen und mit Menschen und dann auch stinkig sein. Aber ebenso schnell habe ich mich dann auch wieder ausgebockt. Ich bin meistens nicht nachtragend. Meistens. Gibt auch andere Situationen, aber... reden wir vielleicht dann aber drüber. Nö, ja, so. Das ging daneben hier. So, schön. Ja, wir machen hier gleich das Gras innen drin weg, während wir eh drauf warten, dass ja das craftet. Ob da überhaupt die Cobblestones reichen, die werden... Oh, ich bin auch ein Typ, ne? Ich bin ein ganz schöner Typ. Können ja der Wand schon mal reinkoppeln. Wenn man das craftet, koppeln wir los. Kommen wir da ran? Kommen wir. Phew, gerade so. So, immer ein Auge auf die Uhrzeit haben, weil jetzt stehen wir hier natürlich. So, ich glaube, die gehen uns auch aus, die Steinchen. Hallo? Oh, sehr gut. Die gehen uns auf jeden Fall aus. Da hätte ich mal vorher zählen sollen. Hätte, hätte, Fahrradkette. So, das war's. Bist du schon fertig? Hallo? Hallo. Hallo. Hallo, lo, 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 lo. Ah, das hat gedauert. Oh, das sind viele Stöcker. Wir lassen das mal immer auf hier. Kobbel. Cobblestone Frame. Seht ihr, viel zu viele Stöcker. So, was haben wir? Das FU38, das reicht noch. Oh, oh, oh. Ah, nichts brechen. Müssen wir die ganze Welt mit Heuballen auslegen, glaube ich. Na, was wird das? So. Das ist mein nächstes Großprojekt, wenn wir hier alles fertig gebaut haben. Dann legen wir die ganze Welt mit Heuballen aus. Zement. Oh, 46 müssen noch reichen. 32. Reicht, reicht, behaupte ich mal jetzt. Ganz keck. Oh, ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein freaking Ernst. Vor allem, wie das auch reproduzierbar ist, ne? Also, bin jetzt wirklich nicht mit Absicht hier runtergefallen. Ich wollte mich gerade noch so auf die Kante zurückretten und dann war es aber schon zu spät. Aber jedes Mal auf die 2 Meter breche ich mir erstmal das Bein. Großartig. Groß, groß, großartig. Darf ich jetzt hier hoch, bitte? Geht natürlich schlecht mit dem gesplinteten Fuß, ne? Bin noch auf Caps Lock gekommen. Mann, Mann, Mann. Mein Leben ist gerade scheiße, sag ich euch.
Erst Stress mit der Frau, dann verreckt mir die Karre und jetzt noch diese Scheiße! Aber Chef, der Mann bricht sich nur mal die Beine. 20 Millionen Let's Player brechen sich die Beine. Schreib dich nicht ab. Lern splinten und laufen. Ja, ja, so ist es. So, apropos, so ist es. Ich habe gestern, in der letzten Zeit, im Developers-Blog gelesen von, wie heißt er? Joel Wink. Matt Mole halt. Und der hat eine Überraschung enthüllt. Eine Alpha-12-Überraschung. Und zwar die Biome, Leute. Haben sie heimlich nebenher fertig gemacht. Und die Biome werden nicht mehr, so wie jetzt, einfach so stumpf generiert, sondern das wird atmosphärisch, wollte ich gerade sagen. Wie soll ich es erklären? Gemacht. Ich sage gemacht. Und zwar also halt nicht einfach so, oh, so, jetzt kommt nur das Biom, mal gucken, was das ist. Sondern halt von Luftfeuchtigkeit und so. Also, wenn wir jetzt hier in so einem Plains sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit verhältnismäßig hoch, dass da eine Wüste angrenzt. Ist schon wieder ein Hirsch. Da ist er. Guck mal, man sieht die Airdrops wieder. Ist es nicht schön? Da ist er. Quasi in der Nähe. Nice. Ob wir da hinkommen, bevor der unten ankommt? Nice, schön. Ja, haben sie auch gefixt, dass man Airdrops wieder sieht. Schön, nicht? Ja, also, ne, und wenn man dann zum Beispiel, schrieb dann auch, wenn man in so einem Nadelwald ist dann. Und da wird es dann bergiger und höher. Und wenn man dann einfach in höhere Gefilde kommt, dann wird es einfach zu Schnee dort. Weil dann ist da Schnee. Also sehr gespannt, lohnt es sich zu sein. Es wird auch nicht mehr diese Flüsse geben. Also es wird wahrscheinlich schon Flüsse geben, aber nicht mehr stumpf Flüsse trennen Biome. Sondern Biome werden halt so ineinander übergehen. Und wo Wasser ist Wasser und wo kein Wasser ist kein Wasser. Also muss man dann halt auch gucken. Ich meine jetzt, ja, zu sagen, man kann hier locker in der Wüste siedeln. Ist auch geschmeichelt, weil es keine Wüste gibt. Aber man könnte. Also, ne, wir könnten uns schön in die Wüste bauen und dann wüssten wir ja, da in der Nähe ist ein Fluss. Und das wird halt nicht mehr der Fall sein, ne. Es gibt in der Wüste wohl kleine Pfützen, die man dann benutzen kann, aber halt auch selten. Ja, auf jeden Fall spannendes, cooles Feature, auf das ich Bock habe. Und dann schrieb er noch, die haben jetzt hier nochmal gespielt und die haben die Anfangsprogression, also das, wie man so zu Potte kommt, haben sie nochmal verlangsamt. Er sagt, Tag 6, er hat eine kaputte Pistole und für seine Blunderbuss hat er wenig Schuss und sieht insgesamt noch nicht so gut aus. Und das finde ich auch cool, dass, wenn man halt ein bisschen länger braucht, um zu was zu kommen. Ein weiterer, Iron Gloves, SMG Parts, nochmal grüne SMG Parts und ein Sniper Receiver in Grau, grüne SMG Parts. Leute. Per, schmeiß weg den Scheiß. Grüne SMG-Part. 348. Zack. Nein, das ist falsch. Jetzt hätte ich fast ein... Ich hab doch... Da. Jetzt hätte ich fast einen falschen Fehler gemacht, Leute. Blau. Mach it. Repair it. Ich crafte noch Magnum-Muni. Trottel, ey. So. Weiß ich nicht. So, können wir das schon? Können wir schon. Aber schmeißen wir jetzt nicht weg, weil wir sind in der Nähe von zu Hause. Können wir nicht. Konnten wir noch nicht. Eisenhandschuh. Geil! Los, lad nach, Junge! Mares! Wo seid ihr? Huch, jetzt bin ich hier reingeplumpst. Raus wieder mit mir. Ja, jetzt können wir endlich mal schießen. Sehr, sehr nice. Ein Schwein. Brauchen wir Schweine? Nee, wir bräuchten, wenn, dann Eier, ne? Mare Eier. Ja, so. Und wo war ich? Ach genau, dass der Anfang schwerer wird wieder. Das hat mich so ein bisschen nochmal, immer noch weiter darüber nachdenken lassen, ob wir wirklich Always Run spielen sollen mit Alpha 12.
Ich glaube, ich habe den Mund da arg voll genommen. Und wenn es halt wirklich nochmal schwerer ist, also ich hatte jetzt halt wirklich, habe ich mir gedacht, echt Alpha 12 dann, man findet ja hier und da in so einem Haus auch mal eine Pistole. Wenn man dann zügig eine Pistole hat, dann wird das schon gehen, irgendwie. Aber wenn man keine hat, dann geht das halt nicht irgendwie. Guck mal hier, Bullet Casings. Mit denen geht's. Ja, so. Das sind so meine Sorgen auch dabei. Guck mal, Brass. Schön. Gucken Sie mal, Brass, wie schön. Ja, so. Habe ich alles erzählt, was ich erzählen wollte? Wie lange muss ich noch? Oh, ist noch ein bisschen. Muss ich noch. So, abgehakt, abgehakt, abgehakt. Tschüssli Müsli. Mach mir immer so eine Liste. Und wenn ich nichts mehr zu erzählen habe, dann wird auch nicht mehr gespielt. Feierabend. Dann ist ja mal hier den Kanal dicht. Dann mache ich noch ein Video, wo ich einfach sage, es ist alles gesagt. Oder ich mache es dramatischer. Ich sage, ich hatte euch alle so lieb. Es war so eine schöne Zeit mit euch, aber ich habe euch einfach nichts mehr zu sagen. Wir müssen uns leider trennen. Soweit kommt es noch. Ich habe immer was zu erzählen, merkt er. Und wenn es nur irgendwelcher blöde Schwachsinn ist, der mir gerade so aus dem Mund sprudelt. Schwupp, geduckt. Rinja. Zack, wieder hinstellen. Aufstehen, hinsetzen, zack. Türe wieder zu. Tür auf. Quietsch. Tür wieder zu. Tür auf. Quietsch. Tür wieder zu. Tür auf. Quietsch. Tür wieder zu. So, ob das mal reicht? 32 könnte reichen, ne? Ich habe natürlich jetzt nicht nachgezählt. Das reicht, glaube ich, nicht. I believe it don't reach. Papa don't reach. So, ups. Na, was ist denn jetzt mal jetzt? So, ja, zack. 3, 4, 5, 6, 7, 8 reicht im Leben nicht, unsere 32. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 mal 9 ist 72. Da fehlt noch ein bisschen. Ich lasse diesmal die Türen bewusst offen, Leute. Nicht, dass ihr denkt, Finn, die Türen, Mann. Die Türen, Finn, pass doch auf, Mensch. War Absicht. Weil ich vorher nicht gedacht habe, dass ich ja noch ausmisten gehen wollte, stehen jetzt die Türen hinter mir offen. So, hätten wir auch nicht mitnehmen müssen. Egal, komm, leg darin. Was fehlt denn hier jetzt vom SMG nochmal? Der Receiver? Ja. Ja, SMG-Receiver fehlt. Ah nee, hier, SMG. Ist auch egal, wir haben mal ein SMG. Oh, wie SMG. Oh, wie SMG, es müsste heißen S wie SMG. Aber ist egal, stören wir uns da nicht weiter dran. Bitte, ja, bitte stört euch da jetzt nicht weiter dran. So, legen wir mal so rin, wie er ist. So wie Gott ihn schuf, legen wir hier den, wie hieß er denn? Brass Doorknob rein. So, wie Gott ihn schuf. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von diesem. Oh, wie ist das schön. Nicht so schön. Das ist nicht so schön. Venison ist allerdings schön. Voll schön. So. So. Hier, die können ja immer weg. Wir haben hier genug dabei. We have enough dabei. Und anstatt hier rumzustehen und bla 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 zu machen, kann ich mal derweil hier schon kräften. Typ, ey. Was soll das bloß werden mit mir? Das wird doch nicht. 216 Stöcke. Ein Wunder, dass wir überhaupt überlebt haben bis Tag 27, so wie ich mich hier anstelle. Tag 27 ist noch ein Stückchen Weg vor uns bis zur Rettung. Fehlt hier noch so ein bisschen, ne? Rettung. Dass man irgendwie gibt doch so. Irgendein Spiel muss ich gerade denken mit Rettung. Ich glaube, es war irgendein Flash-Game. Da musste man. Was musste man denn? Ich glaube, man musste sich immer gegen irgendwelche Monster verteidigen. Ich weiß gar nicht, ob das Zombies waren. Bis die Rettung kommt. Und damit die Rettung kommt, musste Sachen sammeln und daraus ein SOS bauen oder so. Und dann muss das irgendwie 2 Tage stehen. Und dann kommt die Rettung. Und dann hat man es geschafft. Und dann kann man auch aufhören, 7 Days to Die zu spielen. Deswegen gibt's hier. Oh!
Ah, nicht mal gebrochen. Easy peasy. Deswegen gibt's hier keine Rettung. Die wollen ja nicht, dass man aufhört zu spielen. Die Fun-Bims. So, das war's jetzt. Jetzt können wir hier stehen und rausgucken. Hm, hässlich. Hei. Reicht da vorne und hinten. Ich leg die drauf da. Warum kann ich das nicht? Warum geht das nicht? Und wieder so machen, damit ich alle drauflegen kann. Wisst ihr, also frech. Einfach frech. Nicht hier wieder runterfallen. Muss ich hier noch doppelten Boden und ein Netz hinmachen. Mann, ich hätte gedacht, dass wir diese Folge fertig wären mit der Überraschung. Was dit wohl wird? Seid ihr auch so gespannt? Was wohl die Überraschung ist? Tja, jetzt craften wir hier noch, ne? Boah. Ting. Was machen wir denn jetzt? Ich stehe und gucke dem Craften zu. Wenn ich jetzt hier rausgehe. Aber wir müssen ja eh noch Iron Bars draus machen. Das dauert also noch ein bisschen, ehe wir hier weitermachen können. Dann machen wir derweil noch was anderes. Aber diesmal mit Türen zu hinter uns. Weil auf offene Türen stehen wir nicht so. So, wenn wir noch nicht wissen, was wir machen, müssen wir halt vorsichtig sein, dass die Türen nicht offen stehen. Wenn wir wissen, wir gehen nur schnell irgendwo hin, können wir die Tür offen lassen. Wisst ihr, das sind so die Naturgesetze. Apropos Naturgesetze. Nächstes Naturgesetz. Die Zeit wartet auf niemanden, bleibt nicht stehen und verrinnt. Ey. Und so ist auch unsere Zeit heute wieder abgelaufen. Tick-Tock. Das Stundenglas ist leer, meine Freunde. Deshalb bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play 7 Days to Die. Und aber auch Tschüssli Müsli.